Herr Narin, es war vergangene Woche wieder Prozess, der 300 so und so vielste Prozesstag. Was ist der aktuelle Stand aus Ihrer Sicht? Der aktuelle Stand also lässt sich insoweit zusammenfassen, als dass wir mit der Beweisaufnahme fast am Ende angelangt sind. Das heißt, die in der Anklage bezeichneten Taten sind mittlerweile weitgehend juristisch aufgeklärt. Dennoch kann man sagen, ist der Prozess nicht am Ende, sondern man steht im Grunde auch noch an vielen Ermittlungspunkten am Anfang. Der Prozess ist überhaupt nicht in der Lage, den gesamten NSU-Komplex aufzuklären. Und die Bundeskanzlerin hatte ja 2012 den Hinterbliebenen und der Öffentlichkeit versprochen, man werde alles daran setzen, die Hintermänner, Helfershelfer, also des NSU, auch der gerechten Strafe zuzuführen und aufzuklären. Tatsache ist, dass die Sicherheitsbehörden leider alles daran setzen, genau dies zu verhindern. Es geht ihnen offenbar um den Schutz von V-Leuten. Es geht ihnen offenbar auch darum, die Verstrickung staatlicher Stellen von Informanten, insbesondere in dem Sachverhalt, zu verschleiern. Haben Sie Verständnis dafür? Ich habe dafür überhaupt kein Verständnis. Wenn man den Sicherheitsbehörden eine Motivation unterstellt, das Vertrauen in den Staat nicht weiter zu beschädigen, dann denke ich, ist das die falsche Herangehensweise. Die Bevölkerung ist nicht dumm. Die Bevölkerung sieht und erfährt, was geschieht. Und solange diese Fragezeichen also weiter bestehen, solange diese Sachverhalte ungeklärt sind, wird das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden nicht wiederherzustellen sein. Was sind für Sie wesentliche Punkte, die noch nicht aufgeklärt sind, in die Verstrickung oder auch Widersprüche in sich bergen? Die Bundesanwaltschaft spricht in der Anklageschrift, also davon, also beim NSU handle es sich, anders als der NSU in seinem Bekennervideo behauptet, nicht um ein Netzwerk von also Neonazis, von sogenannten Kameraden, sondern es handle sich um ein isoliertes Trio von drei Personen, das völlig abgeschottet von der Außenwelt operiert habe. Wir wissen allerdings aus dem Prozess, aus den Untersuchungsausschüssen von mehreren Dutzend Personen, die den NSU unterstützt haben, mit Waffen, mit Geld, mit Unterschlupf, mit falschen Dokumenten. Also diese Personen werden nicht belangt. Wir haben außer den im Prozess angeklagten fünf Personen neun weitere Beschuldigte. Unter diesen Personen befinden sich auch V-Leute und ich fürchte, dass diese Menschen nie angeklagt werden. Kann man dafür Verständnis haben, dass Menschen, die für das Umsetzen einer staatlichen Ordnung, für Kontrolle da sind, so weit aus dem Ruder laufen, dass sie ein Eigenleben entwickeln, das kriminelle Machenschaften unterstützt? Ich denke, im Kontext NSU hat sich herausgestellt, dass das V-Leute-Wesen, das Informantenwesen, also tatsächlich nicht dazu geführt hat, Straftaten zu verhindern und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, sondern im Gegenteil, also hat dieses System also dazu geführt, dass V-Leute von ihren Sicherheitsbehörden aus nachvollziehbaren Motiven vor Strafverfolgung geschützt worden sind und diesen behördlichen Schutz unter anderem auch zur Begehung von Straftaten und verschiedenen kriminellen Aktivitäten entsprechend ausgenutzt haben. Es gab ja jetzt zahlreiche Untersuchungsausschüsse, Prozesstage, Beweisführung. Würden Sie sagen, dass das alles ausreichend beleuchtet werden kann, oder ist trotz des Riesenaufwandes immer noch nicht ersichtlich, wie das Ganze zusammenhängt? Wir hatten im Zusammenhang mit dem NSU inzwischen ein gutes Dutzend Untersuchungsausschüsse in Bund und Ländern und auch die entsprechenden Mitglieder der Untersuchungsausschüsse, die für die parlamentarische Kontrolle zuständig wären, beklagen, also ähnlich wie wir im NSU-Prozess, dass die Behörden mauern. Die Behörden haben in der Vergangenheit, als noch die Opfer in der Öffentlichkeit zu Tätern gemacht worden sind, von einer Mauer des Schweigens gesprochen. Also die Mauer des Schweigens unter den Opfern, unter den Migranten, also Belege, dass die Türken nicht in der Gesellschaft angekommen seien. Ein wörtliches Zitat. Wir wissen heute, dass die Mauer des Schweigens nicht auf Seite der Opfer existierte, sondern dass eine Mauer des Schweigens leider von den Sicherheitsbehörden und von den Neonazis, die als V-Leute aktiv waren, so errichtet wurde und bis heute steht.
Jetzt gibt es eine Ausstellung, die daran erinnern soll, das ist jetzt 5 Jahre her, dass Böhnhardt und Mundlos in dem Wohnwagen tot aufgefunden wurden. Jetzt soll das aufgeklärt werden, aber es ist noch nicht aufgeklärt, es ist 5 Jahre her und es gibt jetzt eine Ausstellung in Dresden im Militärhistorischen Museum. Dort sind die Tatorte Jahre später fotografiert. Es gibt keine Leichen, die Tat ist nicht sichtbar und dennoch sollen Sie an etwas erinnern. Finden Sie, dass so eine Ausstellung wichtig ist und hat sie eine Brisanz auch für die Aktualität? Ich finde, dass auch die künstlerische Auseinandersetzung und die zivilgesellschaftliche Auseinandersetzung mit diesen Taten sehr wichtig ist, weil dadurch bei der Bevölkerung auch eine Sensibilität für das entsteht, was hier eigentlich geschehen ist und dass man nicht zur Tagesordnung zurückkehren kann, auch und gerade an diesen Tatorten, wo Menschen feige und hinterhältig ermordet worden sind und dann über Jahre selbst in der Öffentlichkeit diffamiert und diskreditiert worden sind. Und heute sieht man diese Tatorte, dort ist überwiegend das normale Leben wieder eingekehrt, aber ich denke, es ist sehr wichtig, an diese Sachverhalte zu erinnern. Und so eine Ausstellung kann, denke ich, einen wertvollen Beitrag dazu leisten. Was versprechen Sie sich oder welche Wirkung würden Sie sich wünschen oder halten Sie für notwendig im Blick auf die jetzt kommende Zeit, was den Prozess und die Aufarbeitung der Taten angeht? Mir wurde vor einigen Jahren aus politischen Kreisen bedeutet, also dass innerhalb der Sicherheitsbehörden und der Exekutive auf einen Ermüdungsbruch hingewirkt wird. Das heißt, es wird mit Informationen gemauert und Informationen werden nur im Wege der sogenannten Salamitaktik scheibchenweise an die Öffentlichkeit durchgelassen, wenn überhaupt. Und die Zielsetzung sei wohl, dass man am Ende das Interesse zum Erlahmen bringt. Die Öffentlichkeit soll durch die Komplexität des ganzen Sachverhalts das Interesse verlieren. Der politische Druck, um eine Aufklärung weiter zu verfolgen, also soll sich auflösen. Und ich denke, dass also solche Maßnahmen sowohl in Parlamenten als auch in der Zivilgesellschaft hier einen Beitrag leisten können, dass man eben nicht locker lässt, dass die Öffentlichkeit nicht ermüdet und auch des Themas nicht überdrüssig wird. Warum ist es so wichtig, dass wir an diesen schrecklichen Taten etwas verstehen, um dann sozusagen auch Strukturen zu verändern? Entschuldigung. Ich denke, dass diese Taten exemplarisch sind für ein systematisches Versagen der Sicherheitsbehörden und eine also falsch verstandene Haltung gegenüber der Bevölkerung, dass man nämlich die Bevölkerung von Informationen abschneidet und suggeriert, man hätte kein Problem mit gewalttätigen Neonazis und mit Rechtsextremismus. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten über 150 Opfer, Mordopfer von rechtsextremer Gewalt in Deutschland und diese Menschen geraten sehr schnell in Vergessenheit. Aufgrund dieses exemplarischen, so frappierenden Beispiels, denke ich, kann die Öffentlichkeit noch einmal sensibilisiert werden und auch die Politik kann, wobei die Hoffnung also leider immer wieder zerschlagen wird, möglicherweise die richtigen Schritte unternehmen, um insoweit auch ein wenig Abhilfe zu schaffen.